ich muss noch kurz in die Uni-Bibliothek, aber danach hätte ich Zeit, ja. Wie wär's, wenn wir uns im Park treffen? Ja, super. Gut. Ich habe noch bis 4 Unterricht. Danach? Okay, auf der Wiese beim Springbrunnen. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis später. Sie freut sich. Ja. Und sie hat vorhin nach dir gefragt. Echt? Sie wollte wissen, wann Paul mal wieder zum Unterricht kommt. Wenn wir ein Paar sind und sie gar nicht mehr ohne mich leben will. Ja, aber bis dahin ist sowieso aufgeflogen, dass du noch Schüler bist. Klappe. Sag mir lieber, was sie anhat. Keine Ahnung. Irgend so ein Kleid? Boah, du bist sowas von unromantisch. Um die Schwerkraft wird viel zu viel Theater gemacht. Ach was. Für dich gilt die nicht? Nee, ich kann stundenlang gehen, ohne dass meine Füße den Boden berühren. Halt mal. Hey, Mathe-Student setzt physikalische Gesetze außer Kraft, Mann. Wo muss ich denn da drücken? Moment. Also, das ist der Zoom und das hier ist der Auslöser. So, und wenn du das Foto jetzt speichern willst, drückst du hier drauf. Da sind ja schon Fotos drauf. Ist das eine Hochzeit? So ähnlich. Eine Party im Studentenwohnheim. Ach, die sind total verwackelt. Na, überhaupt gar nichts. Jetzt gut. Lass doch mal sehen. Nee, ich sehe da total Panne drauf aus. Bist du eitel? Mach lieber ein Foto von dir. Eh ein schöneres Motiv. Bäh. Ja, gib mir mehr. Ich weiß gar nicht, wie du auf Mutter Beimer kommst. Du siehst genau aus wie... wie heißt unsere Kanzlerin nochmal? Oh, na was? Das klingt schon besser. Ich hab's ja schon mal gesagt. Ich hab Spaß mit dir. Mir geht's richtig gut nach dem ganzen Theater mit meinem Ex. Der hätte ich gar nicht verdient. Eine Frau mit grünen Haaren ist was ganz Besonderes. Nein, nicht! Ich muss das unbedingt fotografieren. Was ist denn? Ich habe eine Idee. Komm mal mit. Jetzt lass mich doch erstmal das Foto sehen. Gleich. Ich muss dir was anderes zeigen. Was soll hier sein? Eigentlich hättest du ja Rosen verdient, aber... Die mag ich viel lieber. Danke. Du bist echt süß. Ich muss los. Ja. Sehen wir uns heute Abend? Klar. Hol mich doch um 8 ab. Ja. Dann bis später. Bis später. Paul Brandner? Was grinst du denn so? Frau Haselmeier. Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken. Na, hoffentlich warst du gedanklich bei deinen Hausaufgaben. Nein, die habe ich schon längst fertig. Dann kann ich ja beruhigt sein. Ja, tschüss. Ein Wasser und ein Bagel Spezial. Geht in Arbeit. Boah, ich brauche dringend was zwischen die Zähne. Frag Andi, der haut dir bestimmt gerne eine rein. Nervennahrung. Du glaubst nicht, was eben passiert ist. Sie hat den Schülerausweis gefunden? Haha, die Asemeyer hätte uns fast erwischt. Gott, das wär's gewesen. Fräulein Siebert, ich sehe, Sie geben Paul Brandner privat Nachhilfen. Das ist aber nicht korrekt. Immerhin ist er in Ihrem Kurs. Einen guten. Ach, danke. Und ich kapier nicht, wie du hier sitzen kannst und dich seelenruhig vollstopfst. Wenn die Asemeyer dich erwischt hätte, du wärst am Arsch. Ich weiß. Muss in Zukunft einfach vorsichtiger sein. Alter, hör auf mit dem Scheiß. Die Siebert ist deine Lehrerin. Früher oder später fliegst du sowieso auf. Selbst wenn euch keiner erwischt, wie lange willst du denn noch Französisch blau machen? Nicht mehr lange. Na gut, dann hast du es eingesehen, du gibst auf. Ich meine bloß, ich brauche ja nicht mehr lange schwänzen. Bin fast am Ziel. Wir am Ziel. Anna hat mich geküsst.
du hast sie nicht alle. Ein Schmatz auf die Backe. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Das glaubst du? Sie hat mir sogar gesagt, dass sie mit mir viel mehr Spaß hat als mit dem Ex. Ich bin mir sicher, sie kriegt sich gar nicht mehr ein vor lauter Spaß, wenn sie mitkriegt, dass du ihr Schüler bist. Jetzt halt doch mal die Klappe. Sie ist drauf und dran, sich in mich zu verlieben. Und so lange warte ich noch. Und in ein paar Tagen kann ich ihr dann alles sagen. Und dann? Was ist dir lieber? Erd- oder Feuerbestattung? Okay, sie wird vielleicht ein bisschen sauer sein. Zuerst. Aber dann wird sie auch fühlen, dass wir einfach zusammengehören. Natürlich. Und dass sie die längste Zeit Lehrerin gewesen ist, wird dir bestimmt nichts ausmachen. Es gibt ja noch genug andere Jobs. Wer hat denn gesagt, dass es dazu kommt? Wenn das erstmal geklärt ist zwischen uns, dann können wir uns ja auch heimlich treffen. Und wenn euch doch einer sieht, dann wird sie gefeuert und kann nie wieder als Lehrerin arbeiten. Das alles deinetwegen. Du musst sie ja sehr lieben, wenn dir das egal ist. Aber ich... Nee, Paul. Wenn dir wirklich was an der Frau liegt, dann darfst du ihr das nicht antun. Mach ihr endlich eine klare Ansage. Es geht nicht anders. Raff das endlich. Fällt dir vielleicht noch irgendwas ein, womit du mich runterziehen kannst? Ich gedacht, du bist mein Freund. Ich bin dein Freund. Deswegen versuche ich doch Klartext mit dir zu reden. Nee, Alter. Freunde unterstützen sich. Du nervst bloß. Wahrscheinlich bist du selbst scharf auf alle. Das reicht. Das muss ich mir nicht länger anhören. Da hänge ich lieber mit Lisa an. Tschüss, geh doch. Vielleicht geht es ja irgendwann in deine hohle Birne rein, dass ich recht habe. Und wenn du noch ein bisschen Hirn hast, dann kommst du heute Abend mit uns in den Club, anstatt dich wieder mit deiner Lehrerin zu treffen. Zahlen. Stimmt so, von Konstantin. Habt ihr Stress? Wieso? Naja, weil das nicht zu überhören war. Frauen. Aha. Was denn? Geht's um deine Schwester? Nee. Es geht um eine Mitschülerin. Also, es ist so. Sie hat sich in einen Lehrer verliebt. Und Konstantin findet das total krank. Aber ich sag mir, wo ist das Problem? Ja, klar. Mitschülerin. Lass mich raten. Sie heißt Paula. Und das arme Mädchen leidet sehr unter ihren männlich breiten Schultern. Was du dir wieder zusammen fantasierst. Mann, hätte ich bloß nicht davon angefangen. Ich habe sowas mal mitbekommen. In meiner Klasse hat sich damals tatsächlich mal ein Mädchen in ihren Lehrer verliebt. Ja, und? Da kommt Kundschaft, pass auf, die Kurzversion. Die beiden hatten was miteinander. Ja, erst gab's Gerüchte und dann sind sie aufgeflogen. Das Ende vom Lied war, der Lehrer hatte einen Prozess wegen Verführung Schutzbefohlener am Hals. Und das, Paul, ist nicht witzig. Und das Mädchen hieß nicht zufällig Gregoria? Nein. Aber was ich dir rate... Entschuldigung, was ich deiner Mitschülerin raten will. Sie soll die Finger von diesem Lehrer lassen. Es endet nie gut. Ja, ja, schon verstanden. Ja. Siebert? Hi, Anne. Ich bin's, Paul. Paul? Ich hab gerade an dich gedacht. Was hältst du davon, wenn wir nachher asiatisch... Deswegen rufe ich an. Du, ich kann heute Abend leider nicht. Wieso? Mich hat gerade ein Kommilitone angerufen. Ich habe ganz vergessen, dass ich mit ihm bis morgen ein Seminarreferat vorbereiten muss. Mach dir keinen Stress. Wir können uns ja auch ein andermal treffen. Was hältst du von morgen? Das geht leider auch nicht. Aber ich melde mich bei dir, sobald ich Luft habe, ja? Ich dachte, du rührst dich, wie du weißt schon wen auf. Ich hab ja abgesagt. Du hattest recht, das mit uns hat keine Zukunft. Ich glaube, ich krieg einen Hörsturz. Ich kann einfach nicht riskieren, dass Anne wegen mir Stress bekommt. Sie bedeutet mir zu viel. Respekt, das ist die richtige Entscheidung. Darauf trinken wir ein. Und gehen nahtlos zur Tagesordnung über. Ich kann das nicht. Ich hab gerade auf die Frau meines Lebens verzichtet. Ich dachte, das war Carla. Das war Kinderkram. Mit Anne, das ist was anderes. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu sehr verletzt, weil ich auf Abstand gegangen bin. Sie wird's überleben. Und du auch. Komm, ich hole dir jetzt trotzdem was zu trinken. Du siehst aus, als könntest du es gebrauchen.
Na, guck mal einer an. Der Musterstudent.